Städte breiten sich aus und verdrängen natürliche Lebensräume. Wie sich zunehmende Urbanisierung auf Tiere auswirkt, möchte die Zoologin Marion Chatelain besser verstehen. Inwiefern trägt ein reduziertes natürliches Nahrungsangebot und ein menschengemachtes künstliches Nahrungsangebot in Städten zu bestimmten Verhalten oder auch körperlichen Veränderungen bei? Das untersucht die Wissenschaftlerin an Kohl- und Blaumeisen im Raum Innsbruck, auch mit Hilfe der Bevölkerung. Um mehr über die Vögel zu erfahren, muss die Wissenschaftlerin sie erst einmal aufspüren und in die Finger kriegen. An mehr als 180 Stellen in und um Innsbruck herum stellt sie im Zeitraum eines Jahres ihre Netze auf. Die Meisen mögen das, was mit ihnen hier geschieht, zwar nicht, dürfen in wenigen Minuten aber ganz unbeschadet weiterfliegen. Ich untersuche die Vögel das ganze Jahr über. Ich möchte herausfinden, wie sich die Ernährung der Vögel in den verschiedenen Jahreszeiten verändert. Und ich möchte wissen, ob und wie Vögel ihren Lebensraum von der Brutzeit bis zur Überwinterungszeit verändern. Ich glaube, dass sie im Winter vom Wald in die Stadt ziehen, weil es in der Stadt im Winter wegen der Vogelfütterung mehr Nahrung gibt. Umgekehrt erwarte ich, dass die Vögel, wenn es an der Zeit ist, sich fortzupflanzen, wieder in den Wald oder in weniger urbane Umgebungen ziehen. Vögel fressen beispielsweise Insekten und Spinnen, die zum Stamm der Arthropoden gehören. Dort, wo sie Vögel fangen, untersuchen die Zoologen jeweils Anzahl und Vielfalt der Gliederfüßer. Auch wird festgehalten, ob durch Menschen Fütterung stattfindet und womit. So kann ein Zusammenhang zwischen dem Nahrungsangebot je nach Urbanisierungsgrad und den Aufenthaltsorten der Vögel hergestellt werden. Die Abundanz, also die Anzahl der Arthropoden und die Vielfalt der Arthropoden in Wiese, Büschen und Bäumen, ist in der Stadt geringer. Sie nimmt entlang des Land-Stadt-Gradienten ab. Jeder Vogel wird ein paar Minuten lang untersucht. Neben dem Ort, an dem das Tier gefangen wurde, werden auch bestimmte körperliche Merkmale festgehalten. Ich messe jeweils Flügel, Tarsus und Gewicht. Ich schätze auch, wie viel Fett sie haben, wie entwickelt ihre Muskeln sind und auch die Färbung ihrer Brustfedern. Das gelb gefärbte Brustgefieder ist für die Partnersuche der Vögel wichtig. Sollte die Nahrung Auswirkungen auf die Färbung haben, könnte das die Fortpflanzung beeinflussen. Es werden von jedem Vogel neben Federn auch Blut- und Kotproben genommen. Ich habe in früheren Studien gezeigt, dass es eine Korrelation zwischen der Zinkkonzentration im Gefieder der Vögel und dem Grad der Urbanisierung gibt. Im Stadtzentrum ist mehr Zink vorhanden als im Wald. Aufgrund dieses Zusammenhangs möchte ich vorhersagen, wo sich der Vogel zuletzt aufgehalten hat, woher er kommt. Also ob er vor kurzem in städtischem Gebiet gelebt hat oder am Land. Die Vögel bekommen Kennzahlen und individuelle Farbringe. Sie sind somit registriert und können anhand der Farben später leicht wieder identifiziert werden, auch von Innsbruckerinnen und Innsbruckern, die bei diesem Forschungsprojekt mithelfen. Several people contacted me to tell me that they saw a bird with rings and they just. Immer wieder melden sich Leute, um mir zu sagen, dass sie eine Meise mit Ringen gesehen haben, welche Farben die Ringe haben und wo und wann sie den Vogel gesehen haben. Das ist sehr wichtig für mich. Durch das Anbringen der Ringe kenne ich eine erste Position des Vogels. Und durch die Meldung der Leute habe ich dann eine zweite. So kann ich sehen, ob der Vogel sich bewegt hat oder an der gleichen Stelle geblieben ist. Außerdem haben sich einige Leute bei mir gemeldet und mir angeboten, Vögel in ihrem Garten zu fangen. Und das war großartig, denn private Gärten sind einer der bevorzugten Lebensräume der Vögel in den Städten. Die Proben, die von den Vögeln an den unterschiedlichen Punkten in Innsbruck genommen wurden, werden im Labor ausgewertet. Über DNA-Analytik kann die Wissenschaftlerin aus dem jeweiligen Vogelcode rekonstruieren, was die Meisen gefressen haben. Moderne Sequenzierungsverfahren lassen Rückschlüsse auf einzelne Pflanzen- und Arthropodenspezies zu.
Zuerst extrahieren wir die DNA. Dann verwenden wir einige spezifische Primer, um die DNA der Arthropoden und die DNA der Pflanzen zu vervielfältigen. Ich möchte ja nachvollziehen, was die Vögel über das Jahr gesehen fressen. Es handelt sich also um Arthropoden, aber auch um Pflanzensamen, die sie in den Vogelhäusern finden. Insekten versus Meisenknödel. Aus ernährungstechnischer Sicht macht es einen großen Unterschied, ob die Vögel eiweißreiche Arthropoden fressen oder fettreiche Kost wie Sonnenblumenkerne. Es scheint, dass die geringe Dichte und Vielfalt von Arthropoden in der Stadt dazu führt, dass die Vögel weniger stark entwickelte Muskeln haben. Das sind vorläufige Ergebnisse, die noch verifiziert werden müssen. Aber es scheint, dass das eine Auswirkung auf den Ernährungszustand der Vögel hat. Bisher ist es nur eine Annahme, dass die Kohl- und Blaumeisen wegen des menschlichen Futterangebots im Winter lieber in städtische Gebiete fliegen und zur Fortpflanzung im Sommer ländliche Bereiche mit deren natürlichem Angebot an eiweißreicher Arthropodenkost bevorzugen. Genauere Erkenntnisse werden die weiteren Ergebnisse des derzeit noch laufenden Forschungsprojekts liefern.